Hallo, bin ich hier richtig? Wer spricht da? Hallo, ja. Oh. So, hi, ich mach mal die Boxen kurz aus, dann hörst du dich nicht doppelt. Oder hörst du dich nicht doppelt? Ich höre mich gar nicht doppelt, glaube ich. Oh, hallo, Tori. Hallo, guten Tag. Tori ist auch da. Ja, guten Abend. Ja. So, wir haben es gerade eben schon besprochen mit dem Chat. Streamt ihr beide auch? Wir könnten dann vielleicht... Ja. Können wir einen Squad-Stream machen oder sowas? Ja, ihr zwei macht das mal, ne? Ich kann das nicht. Ich höre euch jetzt gerade ganz kurz nicht mehr, weil ich muss die Box leise drehen und muss wieder zurücklaufen. Also ihr könnt jetzt Sachen sagen, die mich beleidigen. Matthäus' Frisur ist ganz toll. Findest du? Nee, aber ich wollte nicht beleidigen. Kann ich sagen, dass er stinkt? Hast du ihn schon gerochen? Ich weiß nicht. Nee, hast du ihn schon mal gerochen? Nee. Nee, okay, dann geht's auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Okay. Nee, bleiben ihn doch nicht. Nee. So, ich habe euch die ganze Zeit gehört, habe mir das alles aufgeschrieben. Also im Regelwerk steht übrigens, wir machen ja ein Fallguys-Turnier, und im Regelwerk steht... Für jede Kann ich Minute... noch mal kurz, warte, bevor du... Warte, ich bin doch so unprofessionell. Kann man Matteo und Anni gut hören? Oh ja, das ist wichtig. Stimmt. Warte. Ich finde es nicht so wichtig, aber okay. Ich schon. Ja, ich finde es auch wichtig. Ich weiß ja nicht, also... Du bist halt ein nicht so netter Mensch, Matteo, aber... Anni ist ein wenig leise. Okay, könnte minimal lauter. Okay, danke. Ja, danke. Gut. So, Multistream. Kann ich einladen? Wie macht man das? Ich weiß nicht, ich habe vergessen, wie das geht. Was denn einladen? Ich kann dich einladen, wenn du mich angenommen hast, Matteo. Nee, ich meinte erstmal für den Squad-Stream. Ach so, ja, du musst du Tori einladen. Okay, ich lade Tori ein. Ja. Mal hinzufügen. Habe ich jetzt lauter gemacht, ja. Hieß Toris, da bist du. Einladung wurde gesendet. Kannst du die annehmen, Tori? Ich glaube schon. Und dann adden wir uns in Steam und dann überlegen wir uns die Regeln und dann überlegen wir uns, wie viel Abzüge ihr schon bekommt wegen zu spät kommen und wegen den Beleidigungen. Also ich war super pünktlich. Ja, ich war auch pünktlich. Ja. Ich habe extra die ganze Zeit bei dir reingeschaut, Matteo, und du hast noch so ein interessantes Video angeschaut. Da wollte ich dir die Ruhe lassen, dieses Video zu analysieren. Also das Video war interessant. Worum ging es denn in dem Video? Ich habe nur den Altmann gesehen. Aha, also du hast jetzt einfach nur so gesagt, dass es interessant war. Du hast aber keine Ahnung, worum es da ging. Ich wollte es mir in Ruhe anschauen. Ich wollte mich nicht spoilern lassen. Das war doch so ein... Das gibt auch Punktabzug. So, ist jetzt hier das Squad-Ding jetzt, ist es passiert? Ja. Nee, noch nicht. Du musst die Einladung annehmen, dann kann ich starten. Jetzt hab ich doch. Jetzt müsste es gehen. Okay, und liebe Mods, könnten wir einen Multistream machen, wo auch der Stream von Anni drin ist? Also alle drei dann. Multistream-Link. Das ist die. Ja, richtig nice. Kann mir das auch einer machen? Ja, ich hab doch auch Mods. Könnt ihr das auch mal machen? Ja. Also, wie ist der Sound? Das Spiel ist immer mega laut, ne? Wie ist denn der Sound gerade für euch? Ist es so okay oder muss ich irgendwas ändern? Ist Anni the Duck? Nein. Crunchy Cupcake ist Anni. Steht auch gerade im Multistream drin. Ist perfekt. Ist okay. Okay, gut. Ich lasse erstmal so. Wenn ihr euch später beschwert, dann können wir nochmal gucken. Okay, also, für die, die es nicht wissen, wir wollen heute ein Fall Guys Turnier machen, bei dem wir drei gegeneinander spielen. Und wir machen das, also ich schlag mal was vor und dann könnt ihr mir ja sagen, ob ihr das gut findet oder ihr sagt, nee, das ist Quatsch. Also, ich würde es so machen. Wir gehen zu dritt in eine Lobby rein und dann bekommt die Person, die zuerst rausfliegt von uns dreien, einen Punkt. Die als zweites rausfliegt, bekommt 2 Punkte. Die Person, die als drittes rausfliegt, bekommt 3 Punkte. Wenn aber alle drei rausgeflogen sind, dann quitten wir aus der Lobby raus, damit die anderen nicht so lange zugucken müssen. Außer es ist das Finale.
Wenn dann das Finale kommt, dann kann man nochmal einen Bonuspunkt bekommen, wenn man eine Krone holt. Okay. Ich habe noch nie eine Krone gewonnen. Ich auch nicht. Ich bin die schlechteste Spielerin ever in Folge 3. Ich fliege in der ersten Runde raus. Ich habe einmal gewonnen. Oha, Tobi ist so Profi. Bei mir steht eine Krone, aber es stimmt nicht. Chat, warum habe ich eine Krone in meinem Profil als Win? Kriegt man in Battle Pass. Also es gibt so einen Battle Pass in Fall Guys und dann, wenn du levelst, kriegst du irgendwann so eine Krone. Also ich glaube sogar zwei, glaube ich. Okay. Dann kannst du shoppen gehen. Ich habe keinen Battle Pass. Nee, es kriegst, also es ist so ein integrierter Battle Pass, wenn du das Spiel geholt hast. Ah, okay. Kann ich die Krone? Automatisch. Ich will die wegwerfen. Ich will null Kronen haben. Ich will nicht schummeln. Du kannst einkaufen. Ja, aber nicht mit einer Krone. Doch, natürlich kannst du. Oh. Es ging noch gestern. Da konntest du so eine schwarze Farbe. Also konntest du eine schwarze Bohne sein. Für eins, eine Krone. Hier ist was für fünf Kronen. Na gut, egal. Ist auch egal. Skins sind eh überbewertet. So, dann lass uns mal erstmal adden in Steam. Ich hab Turi. Turi, hast du Anni? Nee. Ich hab dich aber geaddet, Matteo. Du hast mich geaddet. Okay, ich gucke mal. Ich guck mal in die Friendlist. Weil Turi deinen Namen wusste. Turi wusste meinen Namen. Ah, bonja.mental heiße ich hier. Oder Mental, da ist Turi. So, ich lade erstmal Turi ein. Mhm. Invite. Wie kann ich Turi einladen? Bist du schon im Spiel? Ja. Chat, warum sehe ich das nicht? Invite to watch gibt's hier nur. Trading, manage. Fall Guys, launch. Ja, du musst auf Steam gehen, Matthias. Kann man das nicht im Spiel direkt machen? Da steht doch Spieler einladen. Ach so. Ja, Spiel einladen und dann... Mhm. Also doch nicht in Steam, oder was? Doch, du musst eigentlich auf Steam gehen. Dann hast du ja ganz oben rechts deinen Namen. Dann nebendran so ein grünes Kästchen mit Einladungen. Und da steht da eine neue Einladung oder so. Und jetzt musst du mich suchen. Und dann mich annehmen. Guys. Leute, ich habe heute eine ganz kurze Zündschnur, ne? So, Turi, ich bin euch dankbar, dass ihr die Vorlage jetzt nicht verwandelt habt, okay? So, also dann, ich habe jetzt Turi eingeladen und jetzt muss ich mal ganz kurz in Steam gucken, dass ich so neben meinem Namen... Oben rechts und dann links neben deinem Namen. Das sind bestimmt grüne Einladungen oder so ein grünes Kästchen mit Zahlen. So ein Briefumschlag. Nee, aber ich habe eine. Hast du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Ja, hab ich. Ich lüge wirklich nicht. Wie heißt du denn? Ich heiße Crunchy Cupcake. Ich habe so einen komischen Schieber, der einen auslacht als. Ja. Hab dich. Danke. Okay, ich habe dich angenommen. So, cool. Dann haben wir das schon mal geschafft. Turi ist ja schon in der Lobby drin. Warum heißen wir eigentlich Ingame nicht wie unsere Namen oder so? Ich heiße einfach Fall Guy. Ich glaube, weil Leute Namen hatten, die gegen Terms of Service und sowas verstoßen haben und so. Wow, sowas würde mir ja nie passieren. Also ich würde niemals gegen Terms of Service verstoßen. Oh. Das könnte mir nie passieren. Ja. Okay, warte, ich drück nochmal P und versuche nochmal Spieler einladen und versuche jetzt nochmal Anni einzuladen. Warum sind denn so viele Leute online? Anni, hast du meine Einladung? Du hast mir eine Einladung geschickt. Ich habe die jetzt angenommen, aber ich sehe dich nicht in dieser Liste oder ich bin blind. Ich habe noch keine Ahnung von dir bekommen. Ich habe ja noch keine geschickt. Ich sehe dich ja nicht in der Liste. Muss ich jetzt nochmal finden. Oder Turi, kannst du einladen? Kannst du Anni einladen? Weiß ich nicht. Mich adden, glaube ich. Ja, versuch mal, ob du mich hinzufügen kannst. Schätze die Anni hier drin. Weißt du dann? Warte. Tourist Histories. Ah, sie ist unsichtbar. Du bist unsichtbar gestellt, wurde hier im Chat gesagt. Nee, bin ich nicht. Ich bin noch beschäftigt. Ich habe doch gerade eben noch schon mit Leuten gezockt, um mich aufzuwärmen. Ah, du hast ja also aufgewärmt. Okay. Ja, weil ich schlecht in diesem Game bin. Du wirst du gleich sehen. Ich lüge nicht. Du hast nicht angenommen, Matteo. Was? Ich habe nicht angenommen? Oh, scheiße. Also, hast du nicht abgelehnt? Abgelehnt habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, falsch angenommen oder so. Warte. Warte, das ist mein... Ich schreibe mal Turi, mein Freundescout, in unserem... Hier, Freundescout. Soll ich denn das überhaupt schreiben? Wer ist denn das? Eigentlich in...
Hätte ich hier anschreiben, Tori? Warte. Ich wurde von mir selbst geaddet. Such mich einfach direkt. Okay, Tori, okay, ich such dich. I'm sorry. Ich ignoriere meine Nachricht. Oben ist eine Suchleiste, so. Oh, danke. Tori's Histories. Yes. Yes, gefunden. Ich habe jetzt auch angenommen. Boah, ich bin Pro-Gamer. Oh. Dran vorbei, einfach drüber gescrollt. Ja, ich habe sie doch jetzt gefunden. Jetzt. Mann, ey, Chat ist wieder komplett. So, okay. Jetzt einladen. Ich drücke P, Spieler einladen und. Okay, haben wir es? Ja. Jetzt ging eben weit raus. Jetzt hast du einen bekommen, Anni, oder? Ja. Ich müsste da sein. Ich bin ein Kaktus. Du hast ja voll den krassen Skin. Den hast du bestimmt auch. Nee, glaub nicht. Ja, den gibt's da heute. Den habe ich ja auch gesehen. In okay. diesem Einkaufswagen da. Nee, der ist normal in eurem Shop. Stimmt. Ja, ja. Okay. Den könnt ihr direkt anziehen, wenn ihr wollt. Nee. Also, okay. Ich behalte mein T-Shirt an. Ja, ich habe meine Tarnweste. Passt schon. Ich bin ein pinker Tic-Tac mit T-Shirt. Also, wie wollen wir die Regeln machen? So wie ich es erklärt habe? Oder habt ihr irgendwelche Einwände, Verbesserungsvorschläge? Kannst du mal erklären? Ich habe nicht zugehört vorhin. Sorry. Okay, also, wir starten zu dritt in der Lobby. Ja. Die erste Person, die rausfliegt von uns, bekommt einen Punkt. Es geht dann aber weiter. Die zweite Person, die rausfliegt, bekommt zwei Punkte. Und die dritte Person, also die übrig bleibt sozusagen, bekommt drei Punkte. Und dann brechen wir aber die Lobby Was ab. Was kriegt man, wenn man siegt? Wirklich? Trotzdem nur drei? Nee, du kriegst einen Bonuspunkt. Also wenn wir schon in der ersten Runde rausfliegen oder alle gemeinsam früh rausfliegen, so ein, zwei Runden vor dem Finale, dann gehen wir alle direkt raus. Und ansonsten, wenn wir im Finale, wenn einer im Finale ist und der es noch gewinnt, kriegt er noch einen Bonuspunkt. Okay, habe ich verstanden. Bin bereit. Mach euch alle fertig. Ja, ich lass mich fertig machen. Matteo, lebst du noch? Hallo? Ich glaube, wir haben Matteo verloren, Tori. Okay. So, hi, ich bin wieder da. Ich drücke aber trotzdem schon mal bereit. Einfach um zu visualisieren, dass ich keine Angst habe. Bevor wir starten, habe ich eine Frage. Wenn man jetzt gewinnt, was kriegt man dann? Ein Bonuspunkt. Okay, danke. Er trollt dich gerade. Er trollt dich. Wir könnten aber für einen Win mehr Punkte machen, weil ich finde, ein Win ist krass. Zwei Punkte. Das ist natürlich heftig mehr, ja? Nee, fünf vielleicht, oder? Was? Fünf ist schon hart. Ich würde einen lassen, glaube ich. Drei. Nee. Drei ist wie, als wenn du Erster wirst. Von uns dreien, weißt du? Na gut, dann zwei. Oder einen. Na gut, einer. Okay, ihr habt mich überzeugt. Einer. Also ein Bonuspunkt für Win. Okay. Hört ihr mich jetzt noch? Nee, ich habe schon Türen, das ist mein Spezialgebet. Können wir eine Wette machen auf jede Runde? Sind Mods da? Können wir auf jede Runde wetten? Okay. Chat, ihr könnt wetten. Eins ist, ich schaff die Runde. Was? Zwei ist, schaff die Runde nicht. Okay. Aber warum bin ich ganz hinten? Ist ja unfair. Weiß nicht. So, okay. Das ist einfach hier. Man rennt immer auf die geschlossenen zu. Scheiße. Nee. Nee! Aua! Oh, nee! Nee! Oh, Tori schiebt mich. Oh mein Gott. War der vorne? Ja, nee, ich gewinne. Okay. Ja, Tori ist echt gut dabei. Ich sehe Matteo und Lisa. Ich bin noch nicht warm gespielt. Oh, der rutscht noch was zu und zu und. Oh mein Gott. Oh. Oh Leute, ich flieg raus. Oh mein Gott. Wirklich? Ich sag doch, ich bin absolut schlecht in diesem Game. Aber du warst doch die ersten paar Türen hinter mir direkt, oder nicht? Ich habe Fehler begangen. Es tut mir wirklich leid. Also du bist raus jetzt, oder was? Das heißt, ein Punkt für dich. Ja, genau. Oh, könnten wir so einen Infobefehl machen mit dem Punktestand? Das wäre richtig geil, wenn das geht. Oh irgendwie. Ja, das wäre echt cool.
Okay, also Ture und ich sind noch drin. Wir spielen jetzt um Platz 1 und 2. Ja. Genau. Okay, let's go. Wir dürfen uns aber auch gegenseitig behindern, oder? Ja, klar, aber ich habe dich noch nicht einmal gesehen, weil okay. Ich war sehr weit hinten. Und wie gesagt, man darf nur ums Finale spielen, wenn man mit der Runde dann ins Finale kommt. Also wenn wir jetzt... Was soll das denn? Turi, wenn wir beide rausfliegen, hast du doch auch nichts von. Na und? Wie na und? Du bist so jemand, der will einfach die Welt brennen sehen. Ist egal, ob du mitverbrennst oder was? Ja. Ah, okay. Sympathisch. Oh. Oh. Okay, hier gibt es einen krassen Trick. Den kennt Turi wahrscheinlich aber nicht. Gruppe Turi zu. Okay. Wo, Turi, wo bist du? Bist du hinter mir oder vor mir? Direkt hinter dir. Direkt? Boah, fuck. Bin drin. Und Turi auch. Ja, nice. Okay, na gut. Noch ist alles offen. Warum sagt er denn hier Scheiße? Oha. Hä? Soll ich mich wie Turi freuen, wenn sie drin ist, oder was? Ja, natürlich, wir ja. Wir spielen ja schon gegeneinander, das ist... Ja, aber du musst es doch knapp machen bis zum Finale. Guck mal, mich erkennt man gut. Ich bin der kleine Pinke mit dem T-Shirt. So, ja, das stimmt. Warte, wo bist du? Mit einem gelben T-Shirt? Ja. Ja, stimmt, das haben wir echt gut erkannt. Okay. Das ist einfach, das Level. Das habe ich noch nie verloren. Oh, da bin ich vorhin als Erster rausgeflogen in dem Level. Ne? So das richtig peinlich einfach. Als hätte ich mit den Füßen gespielt oder so. Was soll ich sagen? Ich bin in der ersten Runde rausgeflogen. Wir spielen nicht mit den Füßen, okay. Spielt ihr eigentlich mit Controller mit einer Tastatur? Controller. Und, ja, mit Lenkrad. Ja. Lenkrad? Ja. Kannst du präzise steuern. So, wo ist Turi? Oh mein Gott, Turi! Wo ist, da ist Turi. Turi, ich helfe dir, warte, ich helfe dir. Oh, warte. Ja, nee. Wo bist du? Da drüben. Aua! Ich helfe der Gelbe. Oh mein Gott, Turi ist Leben am Limit. Oh, nee! Oh Gott! Der ist safe. Bist du draußen? Ja, ich bin draußen. Du kannst dich fallen lassen. Ach nee, da hinten. Okay. Oha, wie Matthias einfach eiskalt glüht. Ulon. Turi! Okay. Wo ist sie? Da hinten. Ah, du fällst runter, Turi! Oh. Nein, oh mein, ich fall gar nicht runter. Ich nicht? Bin ein Profi. Aua! Oh nee, den wollte ich nicht, sorry. Oh, nee. Hä? Oh nee. Wow, Turi? Schubst dich. Oh mein Gott. Turi! Mann, wie lange geht das denn noch? Ich kann nicht mehr. Turi! Ich muss noch zwei... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lebt doch! Hast du überlebt, dann bist du tot. Sie Turi! Nein, sie kann nicht überlebt haben. Sie kann nicht überlebt haben. Das war Turi, oder? Das war ein Hechtsprung. Nein, wie am Buch stehen. Nee, jetzt war ganz. Nee, Turi, ich hab dich schon mal rutschen sehen. Ja, ich hab auch Turi dreimal rutschen sehen. Also, es war knapp. War knapp. Also, aus meiner Perspektive war das unmöglich, dass du das überlebst. Okay, ist aber nicht Finale, oder? Nee, okay, dann können wir rausquitten. Und dann hat Turi die erste Runde gewonnen mit 3 Punkten. Wieso? Bist du tot? Ja, ich bin gestorben. Du hast ihn gefallen. Wirklich? Ja. Oh, geil. Scheiße. Ey, du hast mich doch festgehalten und in den Abgrund gezogen, oder? Ja. Und du warst dann aber unter mir. Ich hab dich fallen sehen. Ich kann nicht quitten, weil ich bin noch hier drinnen gerade. Kann ich das... Warte. Kannst du nicht quitten einfach? Oh, ich kann doch mein Team jetzt nicht in Ruhe lassen. Warte. Oh, ich bin schon rausgegangen. Ich bin auch schon raus. Ich zieh mich um. Es lag an meinem Outfit. Ich brauche auch ein neues Outfit. Ich brauche eins. Aber kein T-Shirt, das meins. Nee, ich habe auch keine T-Shirts, glaube ich. Nee, ich auch nicht. Immer dieses Muster hier. Kann ich bitte was anhaben? Ich fühle mich so nackt. Ich mache mich mal irgendwie so, dass man direkt sieht, dass... Oh.
Oh, das ist gut. Irgendwas, wo man mich direkt sieht. Aua. Ja, unser Team verliert aber sowieso, glaube ich. Sollen wir so rumrennen? Hm? Ja, ausgeschieden. Ja, das sieht krass aus, oder? Das sieht heftig aus. Wo ist der Squad-Stream? Okay, es gibt einen Multistream-Link. Drei Punkte habe ich schon. Ja. Hier das... Oh, hä? Warum sieht das hier so ähnlich aus? Ich muss meine Hosen wechseln. Warte. Sehe ich so ähnlich aus wie du, oder was? Ja, ich ändere meine Hose. Dann sind wir ähnlich. Aber ich habe das Gefühl, ich habe voll das große Hit-Model. Ihr könnt mich viel besser festhalten mit der dicken Hose, oder? Das ist doch ein Blumentopf, oder nicht? Hose, Blumentopf, meine ich ja. Kann man mich so erkennen oder soll ich eine andere Farbe nehmen? Matteo, nicht quitten ist auch blöd für Teamspiele. Ja. Für Teamspiele, ja, würde ich sagen, die machen es noch fertig. Ja, könnten wir machen als Regel. Also wenn wir in ein Teamspiel kommen danach alleine, dann darf man das Teamspiel noch spielen. Hm. Und dann schauen wir einfach bei der Person zu. Genau. Okay. Okay. Gut, dann seid ihr ready? Ja. Dann geht's in Runde 2. Wie machen wir das? Limitieren wir es nach Runden oder limitieren wir es nach Uhrzeit? Weil ich würde schon gerne um 22... Oh, Toro ist da. Hi, Matteo. Hi, Matteo, schreibt er. Ich schreibe... Hallo, Toro. Was denn? Toro, ich glaube, das hat er nicht gesehen. Was denn? Was ist los? Matteo, ja, genau. Wir machen ein Event. Wir machen nach Punkten. Der hat bei mir auch gefragt, aber ich habe nicht geantwortet. Nach Punkten, ja. Ja, dann ja, also meinetwegen können wir auch bis 22 Uhr dann oder so. Also je nachdem, wenn dann gerade noch eine Runde ist, machen wir die noch zu Ende und dann. Ja, okay. Also ich bin schon zeitgebunden. Also mir ist es egal. Ja, dann lass doch um 22 Uhr einfach Punkte zusammenzählen. Ja. Ja. Hört sich gut Toro an. Sagt, starte gerne bei 0. Toro, heute nicht, weil wir haben jetzt schon zu dritt die Fehde. Aber wir können gerne mal zusammen zocken. In einem größeren Team oder so, wenn du Bock hast. Oh, ich würde so feiern, wenn es so Custom-Lobbys dann auch ja. gibt. Ne? Ja, das müsste man halt wirklich einführen. Custom-Lobbys, wo man dann mit verschiedenen Stream-Teams oder einfach so Leuten zusammenzocken kann. Und man braucht noch Map-Editoren, wo man selber Maps bauen kann. Oh ja. Oh ja. Das wäre auch echt cool. Anni, wie oft hast du schon Fall Guys gespielt jetzt? Ich habe vorgestern angefangen, ein bisschen zu spielen. Ich habe gestern mehr gespielt, weil ich Angst vor Matteo hatte. Okay. Nicht so, welches Level habt ihr denn? Ich bin nur Level 7 oder 8 oder so. Ich bin 1. Level 1. Du bist Level 1 und hast eine Krone. Ich spiele zum ersten Mal heute jetzt wieder seit der Beta. Nee, ich hatte in der Beta die Krone. Ach, du hattest in der Beta. Das zählt ja gar nicht. Das heißt, wir haben alle keine Krone. Es könnte sein, dass wir heute zum ersten Mal eine Krone holen. Matteo, bist du drin? Ich bin drin, ja. Nee, Torin ist noch rausgeflogen. Ja. Okay, dann gehe ich raus. Okay. Oder soll ich das erste Rennen machen? Und wenn ich es hole, dann kriege ich einen Punkt. Nee, ne? Hm? Ich gehe raus. Ich liebe die erste Runde immer, weil die ist immer kein Teamspiel. Warte, ich muss sagen, ich mag das Design von Fall Guys super gerne. Alles sieht halt wirklich so nach Hüpfburg aus und so nach es sieht voll Takeshis Castle. Wisst ihr, was auch noch geil wäre für das Spiel? Also es ist ja so ein bisschen wie Takeshis Castle. Es wäre cool, wenn die Leute, die ausscheiden, einfach an so Nerfgun-Kanonen kommen und die können dann auf die restlichen Kontrahenten draufschießen und die versuchen runterzuschießen mit so Schaumstoffgeschützen, wisst ihr? Mhm. Das gab's oder mit diesen Kugeln da oder Obst da. Ja, genau, dass sie halt so diese Kanonen. Okay, sind wir jetzt alle noch in der Lobby? Ja, wir sind alle in der Lobby. Ich drück mal ready. Und jetzt ist es wieder los. Ja. Denk an Wip oder Rip. Ja, aber das zählt ja jetzt nicht. Das Wip oder Rip ist nur für eine Runde, die ich spiele. Matteo, ihr habt doch so ein Umfrageding bei euch im Chat, ne? Frag doch mal, was die Leute glauben, wer gewinnt. Nee. Okay, Chat. Okay. Was glaubt ihr, wer gewinnt? 1 für Matteo, 2 für Anni, 3 für Turi. Okay. 3. Treibt das aber an. Turi, hast du gesehen, wie ich dich eigentlich bei dem Sendung mit der Maus Skateboard-Spiel nass gemacht habe? Ich bin schon wieder rausgeflogen. Ja, ich auch. Ich bin auch schon wieder rausgeflogen. Ich habe das Game sogar noch gesehen.
Kann das sein? Vielleicht müsst ihr mal eine Lobby aufmachen und ich join euch dann. Verlassen. Wie denn? Wie geht man hier raus jetzt? Mit P und dann Gruppe verlassen. Ich bin aber auch gerade rausgeflogen, ohne irgendwas zu drücken. So, ich lade euch ein. Ich habe euch eingeladen. Okay. Lad du mal ein. Wie kann ich meine Einladung sehen? Muss ich denn in Steam oder geht's auch so hier im Spiel? Ja. In Steam, sicher. Okay. Leider kannst du der Gruppe nicht beitreten. Okay. Warum? Okay. Ich starte das Game mal neu. Also. Weiß ich nicht. Dann starte ich auch mal neu. Spiel. Also wenn. Es kann gut sein, dass die Server ausgelastet sind um die Uhrzeit. Oder. Nee. Oder? Ich dachte gerade, die haben uns vielleicht. Man kriegt, wenn man quittet, irgendwie eine Bestrafung oder so. Das kann nicht sein. Nee, kriegt man nicht. Nee. Okay, ich starte auch mal ganz schnell neu. Ich guck noch mal, ob das. Kannst du mir noch mal eine Einladung senden sonst? Ich mach's, warte. Ich habe gerade das Game noch mal neu gestartet, komplett. Achso. Wenn sie um 21 Uhr aufhören, haben sie gerade 2 Spiele gemacht. Ja, wenn ich das nächste Spiel gewinne, reicht mir das. Ja, aber 2 Spiele reichen auch zum Gewinnen. Ich habe eingeladen. Ja. Okay, warte, ich starte gerade mal. Und jetzt nehme ich mal die Einladung an. Sobald ich aber drin bin, ich muss noch ein bisschen warten. Der Infobefehl ist nicht aktuell, oder? Was steht da? Infobefehl. Die verschenken auch zu morgen ein Skin und 5000 Coins an alle Spieler wegen den Serverproblemen, schreibt jemand. Wie bei EFT. Hm. Okay, bereit. Bereit? Bin auch bereit. Okay. Oh, Turi ist immer bereit. Turi. Nice. Ich glaube, ich muss eine Wette starten gegen Matteo. Was für eine Wette gegen mich? Matteo traut sich auch nicht vorzulesen, wie die Umfrage ausgegangen ist. Okay. Aber wo sieht man die denn? Weiß ich ja Bescheid. Wo sieht man die denn? Was denn? Oh, Twitch-Stuff ist hier. Heute war ein komplett normaler Streamtag. Also, wenn jemand fragt, war ein komplett normaler Tag. Könnt gerne das VOD gucken. Komplett normaler Tag heute. War nichts Außergewöhnliches. Oh nein, oh nein. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Wirklich? Ja. Ich muss das Game neu starten. Und dann gehe ich auch raus. Ich glaube, das muss das Game neu starten, Turi. Weil das hat mir hattest du es nicht neu gestartet? Nee. Aha, Turi. Wir starten alles Game neu, damit es funktioniert. Und du? Okay, bis du es neu gestartet hast, rennen wir durch, okay? Ja, ich renne auch. Ich schaff das. Ich schaff's nicht. Der hält mich fest. Kannst du mich bitte auch anzufassen? Das ist Corona-Zeit. Oh mein Gott. Okay. Geht es jetzt? Bin ich wieder da? Okay, ich bin da. Mein TikTok steht ganz alleine jetzt hier in der Lobby. Ich bin gleich bei dir, Turi. Warte. Was gibt's hier denn so? Oh mein Gott. So, jetzt werde ich letzter. Matthias, warum ist er denn tot gesprungen? Oh. Okay. Ah, nein. Oh mein Gott. Er blockt mich. Okay. Ich hätte die Runde geschafft, aber ich gehe jetzt schon mal raus. Ich hätte die Runde auch geschafft, aber ich gehe jetzt auch gleich mal raus. Ist Turi da? Ja. Ich bin schon neu gestartet. Ich guck gerade schon neu gestartet, okay. Du musst nochmal eingeladen werden. Mhm. Ich hätte die Runde auch geschafft. Okay, ich hätte jetzt auch geschafft. Okay. Kann ich Matteo schubsen? Oh, das sieht ja auch gut aus. Das Outfit fühle ich. Ich erwürge dich! Mann, Tauben stinken. Lass mich los. Hast du schon mal eine Taube gerochen? Ich weiß, dass sie sehr viel scheißen. Aber das machen alle Vögel. Das machen alle Tiere, oder?
Ja, aber. Oh, ich habe die Gruppe verlassen. Es tut mir leid. Hoppla. Jetzt wollte ich dann nochmal Gruppe. Ja. So, dann gehe ich nochmal raus. Rein. Show verlassen. Okay. So, wäre jetzt richtig geil, wenn es funktioniert. Also, wer hat eingeladen? Anni. Wette versus Matteo. Wenn er mehr Runden weiterkommt, mache ich 5 Liegestütze und tauche bei jedem mit einem Gesicht in Senf und nochmal 5 in Ketchup. Aber Senf ist doch geil. Aber doch nicht mit dem Gesicht, mit den Augen. Bist du doch voll nee, da nicht so. Ja? Aber an sich finde ich es Senf voll in Ordnung. Also das heißt, wenn ich jetzt gegen Turi und gegen Anni gewinne, machst du das mit dem Senf und dem Ketchup? Das ist ja richtig geil. Wer denn? Okay. Können wir es dann direkt im Anschluss sehen? Wollen wir auch eine interne Wette machen mit uns dreien? Ja, aber ich möchte keinen Senf in meinen Wimpern. Nein, wir machen was anderes. Wir machen, der Beste darf aussuchen, was der Letzte twittern darf. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, ganz witzig. Aber es darf nichts Monkatos und nichts Perverses sein und nichts Illegales. Okay, das finde ich gut. Also nur der Erste vom Letzten, ja? Ja, okay. Habe ich eine Einladung schon? Streng dich bitte an, wer wenigstens Zweiter. Ja, ich versuche, es tut mir leid. Bitte. Okay. Ich probiere es. Ich habe so ein großer Lebenstraum. Warte mal, aber... Wie? Ihr dürft dann nicht, weil ihr so Best-Friend-mäßig seid, dann sagen, ja, ich mache nur was Harmloses, wenn es bei Turi ist oder wenn es bei Anni ist, ja? Nee. Aber wir haben Spaß daran, dich zu ärgern. Okay, gut. Also, ja. Gut, das ist okay. Okay, bereit. Hoffentlich geht's. Tauro sagt, nee, wenn wir ein Match haben, Keule. Achso, nee, ich verkacke doch, du hast 40 Kronen. Ich habe noch nicht einmal gewonnen. Wir können Schach spielen gegeneinander. Nee, auch nicht das. Tauro, lass mich! Kannst aber Sidebet machen, ob ich hier die meisten hole. Was für 40 Kronen? Hat hier Chat hier schon KGB gespoilert? Wir haben schon alles erzählt. Du bist komplett krass in dem Game. So, eine Runde schaffen wir bestimmt noch vor 22 Uhr. Ja, das wäre nice. Bin mir sicher. Also zwei aber Runden wären schon nice. Im Moment bin ich auf Platz 2, das heißt für mich ist okay. Matteo, warum darf Tauro nicht mitspielen? Weil wir halt zu dritt ausgemacht haben, dass wir spielen. Wir haben schon angefangen. Außerdem ist Tauro zu gut, ich will gewinnen. Okay, ich bin in-game auf jeden Fall. Ich bin auch in-game. Gut. Ja. Okay, 22 Uhr FDL, ja. Die nächsten 3 Punkte. Okay, let's go. Das ist dieselbe Map wie vorhin. Ich bin erste Reihe. Ja. Ich bin langsamer mit meinem Skin. Der Blumentopf ist viel schwerer. Ich werde durch die Gegend geschubst. Das ist in diesem Spiel unüblich. Nee. Es ruckelt hier. Okay, ich muss den Skin wechseln nach dem Game. Oh mein Gott. Lass mich hier raus. Leute, ich schaff's schon wieder nicht. Ich schwör. Doch, du schaffst das. Aua. Ich schaff's nicht. Ich hoffe, du schaffst es nicht. Ja. Bist du so zu mir? Weil er einem nichts gönnt. So ist er nämlich. Guck mal, ich gönn dir das nämlich. Ich bin nett. Achso, ja. Jana, du kannst gerne eine Runde weiterkommen. Okay. Aua. Okay, wir sind. Oh mein Gott. Scheiße! Da sieht einer genauso aus wie ich, aber halt genauso! Da sind zwei, die also aussehen wie ich. Ja, what the fuck, ich muss meinen Skin wechseln. Okay, ich bin drin. Ich bin auch drin. Ich hab's geschafft. Oh, sehr gut. Sollen wir alle schon mal nehmen? Sehr gut, da freue ich mich. Oh mein Gott. Der schnellste Skin ist der Wolfskin. Vollgeil 7251. So heißen Gewinner nämlich. Du bist genau in der Mitte von diesem Scoreboard. Wie sieht eigentlich Matteo aus? Ich hab's wieder vergessen. Was ist eigentlich, wenn wir ein Teamspiel haben? Dann müssen wir ja schon zusammenspielen, weil wir sonst ja alle rausfliegen, ne? Ja, genau. Ja, okay, dann müssen wir dann... Jeder nur ein... Ja. Also im Falle, dass wir rausfliegen sollten gemeinsam. Habt ihr schon die neue Map gesehen? Ich weiß gar nicht, wie die funktioniert. Die sich so dreht. Die habe ich halt nur einmal gesehen bei Niklas, aber ich habe sie selber noch nicht gespielt. Oh geil. Kann ich. Das ist geil, das kann ich sehr, sehr gut. Ja, ich auch.
Also ich hätte dann Anni auch. Genau. Fühl dich nicht sicher, Matteo. Ja, natürlich. Ich kann euch ein paar Tipps geben. Guck, wer ganz vorne ist. Dive ist OP und wenn ihr zwischen den Rotoren springt, dann könnt ihr nicht getroffen werden. Also da gibt es so einmal so ein Part, wo so zwei Rotoren sind. Ich wurde davon gepusht. Oh mein Gott. Was? Ich hab's gesehen. Oh mein Gott, Hilfe. Ah, ich fliege von der Map. No. Aua. Easy. Hier ist schwierig, finde ich. Man muss erstmal hier hoch und dann muss man nochmal hoch. Da muss man hier kurz warten. Nice. Ja. Und dann Intersection durch. Wo bist du, Turi? Man kann nicht getroffen werden. Dir. Man kann nicht gehittet werden. Direkt hinter mir, pass auf, dann wirst du jetzt gehittet von diesem Rotor. Achtung. Fuck. Du? Du bist auch durch! Oh. Andi hat ihn überholt, lass mich los! Hä, was? Ja, weil wir uns festgehalten haben, hat Andi uns überholt. Oh, hey. Nice gemacht. Hui. Oh. Ah, ich wurde gefahren. Oh nein, ich mache immer den Fehler und gehe durch die Mitte, ne? Darf man nicht. So, warte mal. Aber. Wird gegatekeept. Ja, was machst du da, Matteo? Wer von euch? Ach so, wo ist denn Turi? Nein, sie war. Ich hab sie übersehen, so eine. Scheiße. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, Turi, das war knapp. Wie siehst aber du denn? Wie kannst du nur Anni beobachten? Weil bei mir ist alle voll geil, irgendwas. Springt man nicht automatisch zu seinem Team? Also Turi kenne ich direkt. Ich weiß bloß nicht, wie Matteo aussieht. Ja, ich habe diesen Blumentopf und das Vogelkostüm, so also die Taube, aber die sehen alle so aus. Zwei also sehen so aus. Ja. Ja, einer von aber den beiden. Einer bin mit dem weißen Kopf und einer mit dem gelben. Wir sind alle drei weiter, oder? Genau. Okay, sehr gut. Drück doch mal LT. Es ist gutes du so abschweifen. Es nur so hoch, wie es muss. Ja. Oh nein. Schweifst du? Das mag ich nicht. Kann so. Ich auch nicht. Ich mag das gar nicht. Ich auch nicht. Also wenn ich hier rausliege. Oh. Okay. Oh nein. Oh fuck. Oh, mein Schweif wurde gestohlen. Ja, sehr gut. Oh, das ging schnell. Oh, da ist einer. Ach, kannst du mich aufhören, mich anzufassen? Ist es Mario? Nein, ich hab einen Schweif. Ich fasse keinen anderen Schweif an. Nein, ich wurde geklaut! Ja, aber. Das war ich. Nee, du bist diese. Das bist du nicht. Ich hab deinen. Ich bin so ein Pain. Hä? Nee, die wurden mir meiner wieder weggenommen. Ich hatte doch gerade eben noch einen. Oh, ey. So. Hä? Leute, das ist mega laggy. Oder nicht? No! Also. Ich spring weg und ich. Also Leute, das ist der mega. Hat ja ich kann. Keinen. Oh ne, ich lege, glaube ich sogar. Ich glaube, ich lege, Leute. Ich will nur einen Schwanz! Das ist mein. Gib mir deinen Schwanz! Ey! Bist du der Kaktus, Turi? Nein, ich bin die Person mit dem T-Shirt. Nein. Ich komm schon. Ich hab einen Schwanz! Nein. Ich hab einen Schwanz! Oh, sorry. Entschuldigung. Ich hab mich mehr gefreut, als ich sollte. Das ist schön, dass du einen Schwanz hast, Matteo. Was bei euch beiden? Hattet ihr Schwänze? Nee, wir sind beide raus. Das heißt ja aber, dass wenn wir beide jetzt raus sind, haben wir beide einen Punkt und du nur zwei, oder? Außer gewinnt das Finale. Wenn da noch eins kommt. Wenn jetzt Finale ist, kann ich noch Bonuspunkte holen. Nee, ist noch nicht Finale. Aber warte mal, nee, ich bekomme drei und ihr bekommt beide einen, oder nicht? Wieso drei? Das haben wir nicht weiß nicht. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Chat, wie machen wir das jetzt? Während wir überlegen, mache ich mal dieses Level. Zeig ich mal einen Trick hier, Achtung.
Bist du doch gerade runtergefallen? Hast du ein gelbes Gesicht oder ein weißes? Ja. Wie? Wie? Wir sind hier darüber gejumpt. Matteo, hast du ein gelbes oder ein weißes Gesicht? Ich kann es nicht sehen, weil ich... Weiß. Weißes Gesicht. Das ist er nicht. Soll ich rausbitten? Das ist er auch nicht. Ich bin jetzt runtergefallen. Ich starte jetzt neu. Runtergefallen, ja. Okay, gut, dann gehe ich auch raus. Sagt ihr mir das mit den Punkten jetzt, wie wir das machen? Ja doch, du kannst die drei schon haben. Okay, also machen wir es immer so, der als letztes noch drin bleibt, bekommt immer drei. Aber ihr könntet, obwohl zwei kann man halt nicht vergeben, weil man nicht weiß, wer von euch beiden... Ja, weil wir sind ja gleichzeitig ein Team. Ja, eben. Dann haben wir halt jeder ein. Genau. Oh nee, dann führt ja Matteo. Oh nö, ich hab Angst. Okay. Okay, ich geh mal raus. Sorry. Okay. So, das heißt, Punktestand ist 4 zu 3 zu 2. Ich habe 4 Punkte. Ah, 4. Ja, genau. Dann ist 4 zu 4 zu 2. Genau. Nee, ich habe 5. Nee, das ist 5, ja. Ja, 5 zu 4 zu 2. Okay. Hallo, Dirty Fritz. Okay, bin gespannt. Und was, wir alle gleichzeitig rausfliegen? Ein Punkt für jeden, oder wie? Oder dann sind wir einfach so, wie es ist? Wenn wir alle gleichzeitig rausfliegen, können wir uns alle einen geben oder halt alle keinen, würde ich sagen, oder? Keinen, oder? Ja. Ja, keinen. Also macht keinen großen Unterschied, aber ich würde sagen keinen. Genau. Mhm. Okay. Man hat safe 2, wenn man bis zum Finale spielt und gewinnt. 3 plus 1 Punkt, wenn man nicht 1 wird, bekommt. Okay, ich konnte den Satz, ich raff gar nichts. Oh nee, Hindernisrennen. Oh nö. Das ist Anni. Anni und Turi. Crunchy Cupcake auf Twitch. Streamen auch gerade beide. Tourist Histories und Crunchy Cupcake. Es gibt einen Multistream-Link. So, okay, ich bin erste Runde noch nie rausgeflogen. Let's go. So, hier, man darf nicht runterfallen, weil man braucht viel länger, wenn man runterfällt. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich auf keinen Fall. Oh, ich bin ja ganz vorne. Hä, warum das denn? Oh, oh. Alle runtergefallen. Oh mein Gott. Sind. Oh nein. Oh. Hier entscheidet sich noch nichts. Ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Jetzt dive, weil dive ist OP. Ich will sehen, wie OP mein Dive war. Oh mein Gott, ich bugge raus. Aua. Die Leute lassen mich nicht durch. Oh. Okay. No. Okay. Oh mein Gott. Okay. Okay. Dive! Bin drin. Ah, okay. Bin noch drin. Verloren, glaube ich. Oh nein, Turi. Oh, nee. Das ist aber knapp, glaube ich. Wenn du. Ich habe gerade dich hinter dem Ding gesehen. Was ein Kaktus, ne? Ja. Gut, somit ein Punkt für Turi. Oh nee. Ich hole das noch auf. Erste Runde rausgeflogen. Ich will euch nur in Sicherheit wiegen. Okay. Bitte kein Teamspiel. Bitte kein Teamspiel. Bitte nicht Steinkraft. Bitte ein Teamspiel. Hey, was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Das ist neu. Das ist Teamspiel. Ach, man muss so Leute verhexen. Das hab ich schon mal gespielt. Ja, immer das Gegnerteam. Immer das Gegnerteam, ja. Nicht dein eigenes Team verhexen. Ja, es geht auch gar nicht, glaube ich. Ich glaube, das geht. Doch, nee, das geht, glaube ich. Was? Doch, das geht, glaube ich. Ich geh mal hier hoch. Oh, Anni, bist du ein kompletter Kaktus? Nee, ich bin so ein Hühnchen. Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Ich habe doch so ein Pfeil über mir. Oh mein Gott, ich bin blöd. Ich hab dich. Bam. Ja. Ich hab dir doch angetouched. Hallo. Ich sehe hier gar nichts. Nee, geh weg. Bam. Angetouched. Ha, ich bin Profi. Okay. Leute angrapschen. Oh nee, ich muss auch angrapschen. Scheiße. Ja, wir müssen die gelben grapschen, ne? Ja, die gelben grapschen. Wie steht's? 6-6.
Ich hole den, hier oben. Hab ihn. Hä? Ich habe ihn halt festgehalten. Wie kann er denn nicht vergiftet sein, wenn ich ihn festgehalten habe? Hä? Er ist durchgeflogen. Ist das mit Maus komisch zuzugucken? Man muss ihn doch anfassen, oder nicht? Ja, ankrapschen. Ja, ich habe ihn halt festgehalten, er wurde nicht ge... Es sind noch zwei Stück! Einer. Oh nein! Okay, wir kriegen beide einen Punkt, nur weil wir rausgeflogen... Oder null. Nee, warte mal. Wenn wir jetzt null kriegen würden, dann hätte ja Tori mehr Punkte bekommen als... Ja, ihr kriegt beide null. Nein, wir kriegen beide zwei. Ich krieg einen. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso nicht? Naja, du bist als erstes rausgeflogen und dann kriegen wir die nächsthöhere Punktzahl. Also zwei. Ja, genau, okay. Jeder zwei. Und dann hat Matteo sieben Punkte. Ja, das ist schon gerechnet. Fünf. Okay, lass mal rausgehen. Ich kann noch nicht raus. Ja, warte, ich komme auch gleich. Das ist Abschweifen, das ist schlimm. Ich mag das Spiel nicht. Ich auch nicht, Max. Alles mit Schweifen nicht. Nicht raus. So. Okay, ich bin raus. Nee, ich habe eine Strichliste, deswegen. Ich muss meinen Skin mal ändern. Es geht nicht. Mit Taube bin ich viel zu langsam. Ich glaube, dass ihr deine Skins habt, ey. Findest du mich okay, wie ich aussehe? Ich bin einfach so ein Standard-Tic-Tac. Ich muss gleich mal gucken, wie er aussieht, weil ich wollte mir das T-Shirt kaufen, aber ich kann es nicht. Ich ändere mal die Farbe, dann sehe ich nicht aus wie Tori. Warte. Warte mal, so erkennt ihr mich vielleicht. Ich stomp die beiden gleich auch noch weg. Was? So weit. Ach nee, jetzt sehe ich aus wie Tori, glaube ich, oder? Ich bin orange-blau. Nee, ich habe auch ein pinkes Gesicht. Stimmt. Lass uns doch alle drei ähnlich aussehen, damit wir uns immer finden, weil dann guckt man nach denselben Mustern. Ich habe aber kein T-Shirt. Wir haben kein T-Shirt. Also irgendwie machen wir irgendwie so rosa und gelb. Dann gucken wir immer nach rosa und gelb. Ja, okay. Passt doch so. Okay, gut. Mach ich so? Ja, klar, sieht gut aus. Geht auch. Ah! So, ich bin Hühnchen. Nee, so. Ich kann mich nicht entscheiden, ist egal. Deine Mates haben einen roten Pfeil über dem Kopf. Ja, aber den sehe ich nicht. Ja, aber wenn man zum Beispiel tot, also schon drin ist oder rausgeflogen ist, dann will man ja zuschauen. Und dann, dann sieht man ja den roten Pfeil nicht mehr. Das ist das Richtig. Problem. Ja, genau, das ist schwierig dann. Genau, das meinte ich. Tori hat auch fünf Punkte. Anni hat vier. Das ist ganz schön knapp, ne? Ja, ist schon knapp. Schon knapp. Ein Win kann schon wieder komplett drehen, alles. Siehst aus wie ein Cocktailwürstchen in Käsestreifen gewickelt. Finde ich gar nicht. Sehe aus wie ein Tic-Tac mit einem T-Shirt an. So, sehe ich aus wie ein Würstchen? Nee, oder? Ich glaube nicht, nee. Okay, hier habe ich noch nie verloren. Der Trick ist nicht runterzufallen. Und Diven ist OP. Diven ist OP? Ja, Diven ist komplett OP. Aber ich wurde letztes Mal beim Diven rausgeschubst. Dann ist Diven vielleicht doch schlecht. Oh, ich bin ganz vorne. Ich bin in der dritten Reihe. Scheiße. Ich sehe dich vorne, ich halte dich fest. Nein. Doch. Ein Profi. Ich bin Pro-Gamer. Oh, ich bin zweite Reihe mit wer ist das? Anni, ne? Das ist Tori. Nee, ich bin ganz vorne. Ich bin erster. Ich bin runtergeschubst, aber ich bin ich auf bin dem vor Weg. Dir. Bist du? Nee. Oh, du vor bist dir. Hab ich dich gerade überholt? Nee, ich hab dich überholt. Ich hab dich überholt? Let me in. Dive ist hier komplett OP. So, warte mal, man läuft hier, ja, genau. Mhm. Am Rand. Oh mein Gott. Oh, nimm am Limit. Oh mein Gott. Dive! Ich bin so dumm. Erster! Ich bin so dumm. Gefühlt. Zehnt. Ich schaff das nicht, ich bin raus, schon wieder. Wirklich? Mann! Tori ist rausgeflogen in der ersten Runde. Ich bin immer in diesem Ding da drin. Hier von dem... Ach, von dieser Murmel da. Hier, Wrecking Ball. Was ist das für ein Kackspiel auch? Denk mal drüber nach. Warum spielen wir denn Fall Guys? Ich weiß
Mats, ich wollte gestern eigentlich nur zuschauen. Auf einmal hat Matthias uns zum Fight. Weil ihr im Chat reingetriggert habt, Mann. Ihr beide. Hä, was habe ich denn gemacht? Ihr habt immer so gesagt, ja, ich wollte eigentlich gucken, wie man das Spiel spielt, aber jetzt muss ich Matteo zusehen. Das habe ich nie gesagt. Oh, wir müssen jetzt zusammen gewinnen, Theon. Hä, nee. Ich wollte lernen, das habe ich wirklich ernst gemeint, weil ich schlecht in dem Game bin. Und dann bist du direkt gestorben, nachdem du mir einen Tipp gegeben hast. Ja, siehst du, Anni disst dich immer. Ich bin nett. Genau, sehe ich genauso. Okay, Anni, wir müssen es jetzt gewinnen, damit. Obwohl, ist eigentlich egal, ne? Mach keinen Sinn. So, egal. Nee, wenn wir weiterkommen, dann können wir nochmal mehr Punkte holen. Aber wenn wir jetzt beide rausfliegen. Ja. Dann... Okay. Ihr müsst uns anstrengen. Ja, let's go. Ihr müsst goldene Ei. Ihr müsst goldene Ei. Wir müssen dann. Wir müssen dann defenden, wenn wir Eier haben, ne? Oh, wir haben ja voll wenig Punkte. Der Gelbe hier will unser goldes Ei klauen. Hallo. Halt ihr mal auf und ich hole Eier. Welche Farbe seid ihr denn? Blau, 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 blau. Okay. Rot kommt auch ein goldes Ei. Geh dran, halt ihr einmal fest, dann fällt das Ei runter. Ich hab mitbereitet. Also, wir nehmen von den Schwachen. Die Schwachen sind gelb. Von den Gelben nehmen. Von den oh, ein goldenes Ei! Nein! Lass mein goldenes Ei. Oh, eine Schlägerei! Das ist ja. Ach du Scheiße. Hilfe, hier sind voll viele Gegner im Team, unserem Team. Hilfe, ich brauche Hilfe. Matteo, okay, brauchst du? Ich hier ist nur Matteo ist damit beschäftigt, den eigenen Teammates die Eier zu klauen. Tobi, kannst du mal aufhören zu petzen? Halt den roten oh, goldenes Ei! Okay, lass mal verteidigen, wir gewinnen da sonst so. Wir gewinnen ja auch so. Verteidige, ich mein, verteidige. Das gelbe Ei! Das ich hab meinen Typ, ich hab meinen Teammate festgehalten. Ich hab wieder meinen Teammate festgehalten. Junge. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Komm, wir haben 23 Eier, das können wir nicht mehr verlieren. Wünschte, ich würde auch mal in eine zweite Runde kommen. Oh, Tori. Schaffst du schon, Tori, du schaffst es. Ich schaff's es so. Ich schaff noch eine Runde danach. Die klauen die ganze unsere Eier. Ich halte die ganze Zeit nur meine Leute fest. Ich bin der schlechteste Teammate ever. Aber wir gewinnen trotzdem mega krass. Ja, 10 Sekunden, wir haben das. Wir haben das. Darf man noch Bilder posten in dem Tweet? Welchen ja. Tweet? Ich hab getweetet. Ich meine in dem Verlierer-Tweet. In dem Bestrafungstweet. Ja. Ja, von mir aus. Warum? Ja. Nee, nur so. Okay, nice. Wir sind eine Runde weiter. Das heißt, wenn jetzt wieder kein Teamspiel kommt, gibt es wieder die Chance auf 3 und 2 Punkte, ne? Genau. Danke. Ich habe mein Bestes gegeben, für das Team zu gewinnen. Sehr gut, ich auch. Bin nicht hast zufrieden mit meiner Leistung. Ja, ich habe meine Teammates unterstützt, indem ich sie gestützt, also so... Habe ich mir die Nägel lackiert. Oh nee, schon wieder ein Team-Game. Oh nein. Och nee. Wollen wir rausquitten einfach und beide 2 Punkte? Weil ich... Das ist doch so, weil tun wir die ganze Zeit zusehen. Wir können doch die Runde einfach nicht gelten lassen, sonst dann machen wir eine neue. Das nee, das ist Quatsch, Turi. Lass einfach rausquitten. Jawohl, das Team-Game. Aber unser Team. Ja, unser Team. Nee, lass spielen, lass wir spielen. Uns Assi für unser Team. Schieb. Schiebst du überhaupt? Wer schubst mich die ganze Zeit? Ich schieb hier alleine. Ich halte dich fest. Doch stark, wenn man festhält. Welches Team seid ihr? Gelb. Gelb. Beim Gelb verliert ihr immer übrigens, weil die in der Mitte sind, oder? Und dann, nee, wir sind am Rand. Das mittlere Team verliert immer, weil die äußeren Teams dann aufhalten. Geradeaus. Wir müssen aber eigentlich den Ball aufhalten, statt unseren zu schieben. Okay, ich geh vor. Ich geh zu Team Rot, Ja, ich geh auch zu Team Rot. Aber nee, wobei, jeder hält unseren Dexball fest. Ja, das ist kein Problem. Wir müssen die auch festhalten. Okay, wir haben verloren. Ja, nee, doch nicht. Nee, schaffen wir noch. Meinst du? Schaffen wir, safe. Keiner schiebt einen Ball bei mir. Safe. Ich spiele 1 gegen 3 hier vorne. Safe. Okay, wir haben verloren. Also. Ja, das habt ihr verloren. Das haben wir verloren. Guck mal. Nee, safe. Wir haben es verloren. Ich mach Eigentor. Mach rein, damit es schnell reingeht. Okay. Gut, 2 Punkte für Anni. Und für mich 1 Punkt für Turi. Nächste Runde. 1, 2, 3, 4. Ich habe 6 Punkte. Ich finde das doof mit den Teamrunden, dass dann beide 2 Punkte kriegen. Nee, die kriegen dann nur 1 Punkt mehr als der erste Ausgeschiedene, weil sonst hätte man ja keinen Vorteil, wenn man. Weißt du, was ich meine? Wie viele Punkte haben wir denn jetzt gerade? Ich hab's vergessen. Ja, ich
hab's vergessen. Wie viel Punkte gerade? Ich hab 6, glaube ich. Chat, weiß jemand, wie viele Punkte wir jetzt haben? Aber ich hab auch 6 oder 7. Ich bin mir nicht sicher. 9, 6, 6 steht's, glaube ich. 9? Ich glaube 8, oder? Bei dir. Chat sagt 9, also. Ich würde dem Chat da schon 9. vertrauen. So. Okay, gut, dann vertrauen wir Chat. 9, 6, 6. Oh Mann, Tori, wir müssen uns anstrengen. Das kann er für uns. Kann Matteo, wenn er gewinnt und wir Gleichstand sind, für uns beiden einen Tweet verfassen? Wollt ihr das? Oder nur einem das wirklich gönnen? Nein, wollt ihr das? Wisst ihr was? Ich mache einen richtig schlimmen Tweet. Der wird euch eine Woche beschäftigen oder so. Eine Woche beschäftigen? Ja, ich habe irgendwie nicht das Glück. Ich habe gehofft, dass ich jetzt Solo-Games kriege und dass Matteo rausfliegt. Dann hätte ich ihn vielleicht überholt. Aber ja. Ist noch alles drin. Aber ganz ganz mir nicht. 3 Punkte auseinander ist noch. Wir haben. Nee, es ist ja schon fast 10. Ja, deswegen. Wir haben die letzte Runde schon. Wir haben ewig gebraucht, um überhaupt das Game zu starten, weil die Server nicht wollten. Na gut, ich würde aus Kulanzgründen würde ich noch danach noch ein Game machen, weil wir später gestartet sind. Oder 2 maximal, aber nur. Damit ihr noch eine Chance habt. Okay. Das hört sich gut an. Okay, let's go. Hier bin ich sehr schlecht bei den Wippen. Aber Diven ist die OP. Oh, ich hab's geschafft. Oh shit, jetzt kommen alle hier rüber. Gut. Oh, ich hab einen Fehler gemacht. Oh shit. Chat, ich hab einen Fehler gemacht. Die Web kriegt nicht mehr runter, weil die Leute darüber springen. Ist einer von euch vor mir? Ich bin ganz hinten. Alles gut. Nee, ich bin hinter dir, Tori. Nach vorne, bitte. Ich hasse Leute, mein ich Leben. Komm nicht vor. Ich hasse mein Leben. Also ich bin ganz, ganz hinten. Oh, nee, Tori, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir, Tori. Nee, oh da ist jemand ganz vorne. Von euch beiden. Und gerade runtergefallen, habe ich gerade gesehen. Oh mein Gott. Okay, da gehe ich nicht drauf, da gehe ich nicht drauf, da gehe ich nicht. Da gehe ich nicht drauf. Jetzt gehe ich drauf. Wer ist hier vor mir? Wer ist das? Sieht aus wie Tori mit dem gelben Shirt. Nee, bin das nicht. Nicht? Bist du nicht? Drin? Ich bin ganz hinten. Ich hasse dein Leben auch, Matteo. Danke. Oh nein. Leute, ich schaff das Game nicht. Oh oh. Die Leute wissen nicht, wie wir funktionieren. Wo bist du? Welche bist du denn? Ganz hinten. You can do it. Da fallen gerade viele runter. Du hast auch eine Chance. Und es sind noch 30 Plätze plus, 10 Plätze plus offen. Okay. Oh. Ja, die schaffst du. Oh Gott. Ich sehe nicht, wo du bist. Ich schub's mich mit dem hier. Geh rein, lieber. Hast du jetzt noch gekämpft oder was vor dem Eingang? Hast du das gesehen? Tori, du hast mich übrigens komplett getrollt, ne? Du hast die ganze Zeit so getan, als wärst du hinten. Obwohl du vorne warst. Ja, wenn du... Ich hab doch ein gelbes T-Shirt an, wenn du mich nicht siehst. Du siehst doch die ganzen roten Pfeile über dir. Stimmt. Hab ich auch gemerkt. Okay. Okay, jetzt bitte kein Team-Game. Bitte kein Team-Game. Nee, ich will auch kein Team-Game. Ja, das hab du. Ich will irgendwas Lustiges jetzt. Was ist lustig? Bitte kein Schleimkraxler, ich kann das nicht. Wo man nicht runterfallen. Oh nee, das mag ich auch nicht so. Oh nein, das Rollfeld schon wieder. Ist nicht letztens. Kann ich gut. Rollfeld, das ist. Also, das habe ich noch nie verloren, aber es ist schwer. Wo wir sagen beieinander. Hi. Hä, Verbindungsabbruch? Was? Wirklich? Hallo? Ich habe wenig Verbindungsabbruch bekommen. Deine Verbindung zum Server wurde getrennt. Oh, nee. Wie machen wir das denn jetzt? Dann kriegst
du für die Runde. Ich weiß nicht, wie machen wir das? Wenn wir rausgehen, aber neu starten. Ist aber auch schlecht für euch, ne? Weil ihr gerade hinten. Also nicht. Ja, ist auch so. Oh, schade. Also. Wir könnten die Punkte. Also, wir könnten es so machen, dass du so. Du musst auf einen von uns beiden wetten. Und du kriegst dann Punkte von dem, auf den du gewettet hast. Knapp jetzt hier schon. Bist du schon runtergefallen, Matteo? Ich bin runtergefallen, ja. Ich bin auch gerade fast schon runtergefallen. Ja, ich bin runtergefallen schon vor 2 Minuten oder so. Warum sehe ich dich eigentlich nicht? Wie, ich soll jetzt wetten? Bin doch da hinten. Ja, du musst jetzt auf einen von uns beiden setzen. Okay, ich setze auf Turi. Turi, vertäusch mich nicht. Nee, alles gut. Das heißt, du kriegst dann die Punkte von Turi. Wir sind beide qualifiziert. Ja. Wir sind beide qualifiziert, okay. Okay, Anni, Twitch ist auch eine Runde. Du hattest gerade einen, bin gespannt. Du hattest gerade einen kompletten Disconnect, Anni, scheinbar. Ja, Vodafone bei mir ist schon ein bisschen böse. Hoffentlich kommt jetzt nicht das mit den keine Eier Schleifen oder so. Oder das Schleimding, weil das kann ich nicht so gut. Ja, aber okay, jetzt muss ich nochmal wetten, oder wie? Nächste Folge. Ja, du musst jetzt wieder setzen auf. Ach oh nein, die Bälle, ey. Ja, ist ein Teamgame, da können wir nicht verlieren. Also da können wir nicht gewinnen oder verlieren. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Also wenn wir jetzt rausfliegen, dann würde ich sagen, kriegen alle einfach keine Punkte oder alle einen Punkt, oder? Ja. Weil welches Team sind wir denn? Gelb. Wir sind also nicht in der Mitte, das ist ganz gut. Ich glaube an dich, Matteo. Du schaffst das. Okay. Ja, wie gesagt, ist egal, weil wir sind im Team. Deswegen. Mann, die halten. Ich renn mal schon mal nach vorne und block mal die anderen, vor. Okay? Okay. Ja, ich schub's den Ball hier mit den anderen. Ich hab hier noch ein Mate. Das kriegen wir hin. Geh bei denen sogar. Kann ich sogar bei denen rein? Zum richtigen Skilljump. Achtung. Hechte mal rein, Matteo. Ich guck dir zu. Hier, mach mal. Pass mal auf. Ich schub's den Ball hier mal. Ball ist gleich unten. So, wir versuchen den blauen aufzuhalten, den blauen blocken. Okay, unser Ball ist jetzt unten. Der rollt ja voll krass. Okay, sehr gut. Ich schubs den Ball einfach noch. Genau, du schubst den Ball und wir blocken, wir blocken. Der wird ja niemals rauskommen. Ja. Der blaue wird niemals im Ziel ankommen. Niemals. Ja. Er ist halt wieder am Anfang fast. Es ist wie, als hätte das Spiel noch gerade erst begonnen. Wir kriegen ihn niemals hier raus. Okay, die haben den raus. Wir haben verloren. Wir haben verloren, Tori. Okay, dann Moment. Die kriegen ihn doch nicht raus. Wir können nicht mehr verlieren. Sei doch mal ein bisschen positiver. Halt ihn mal fest. Schubst die Leute. Aber man kann ihn festhalten. GG. Stark gespielt, stark gespielt. Ja, ging ganz gut, ne? Starten wir jetzt neu, oder wie? Nee, jetzt ist ja wieder ein Spiel, bei dem wir drum, wo du wieder drauf... Doch, aber dann kann Anni doch mitspielen. Dann haben wir jetzt beide 2 Punkte, oder was? Nee. Anni ist ja rausgeflogen. Also entweder kriegen wir... Entweder wir gehen jetzt raus und kriegen alle gleich viel Punkte, weil Anni konnte dann gehen wir jetzt raus. Okay, dann gehen wir jetzt alle raus. Viele. Okay. Und sagen einfach 0 Punkte oder so, oder? Okay, ja, 0. Okay, dann ready. Ich würde einen wenigstens. Ja, dann jeder einen. Jeder einen? Oder 0. Das gleiche ist nur. Ich bin ja leider rausgeflogen. Kann ich nicht nur einen Punkt haben? Klingt auch noch ein Kompromiss. Okay, aber jetzt nur noch eine Runde? Oder wollen wir die letzte Runde jetzt zählt doppelte Punktzahl, damit es nochmal spannend wird? Wisst ihr, was ich meine? Also 2, 4 und 6 Punkte. 4 und 6. Okay. Würde das was ändern? Okay. Ja, ich glaube schon. Ja, ich sehe immer noch definitiv. Ja. Matteo, Alarm. Was für ein Alarm? Was für ein Alarm? Was für ein Alarm? Turi ist rausgegangen. Warum bist du rausgegangen, Turi? Bin ich doch. Wir sind doch in der Lobby. Ja, dann habe ich gestartet. Wir haben doch eine neue gestartet. Ja. Hä? Ich raff's nicht. Was? Hä? Lass doch einfach mal spielen. Das ist jetzt wichtig. Doppelte Punktzahl. Du warst die ganze Zeit gar nicht dabei! Du hast mich getrollt die ganze Zeit. What? Okay, Turi. Okay. Na gut, okay. Ist mir egal. Ich gewinne trotzdem ehrenhaft. Oh nein. Leute, Neustart, bitte. Okay, dann müssen wir neu starten natürlich. Dann müssen wir neu starten. Tut mir leid, ich bin gerade Erster. Aber wir müssen dann neu starten. Wir gehen beide raus. Turi, bist du schon raus? Nee, aber wir gehen wirklich beide raus. Ja, wir gehen beide raus. Bist du raus?
Ey, wie krass, ich hätte das nicht gecheckt. Ja, bin rausgegangen. Okay, bist rausgegangen, ja. Hört ihr mich? Hallo? Ja, wir hören dich. Ja. Ich hatte gerade einen 2000er Ping. Oh. Hm. Okay. Nice. Ich geh mal wirklich raus. Okay. Okay, so, wir sind wieder ready. Also, letzte Runde mit doppelter Punktzahl. Ich hoffe, das bleibt jetzt. Das funktioniert, weil sonst müssen wir es vielleicht irgendwie ja, anders aber regeln. Aber auch fair spielen. Klar, klar. Turi. Also, ja. Oh, Torhunger. Stimmt, du hast ja gefragt, welche Farbe sind wir, oder? Ich wollte Turi vertuschen, I'm sorry. Okay. Oh, das kann man nicht verlieren. Das ist unmöglich. In der ersten Reihe. Achtung. Look at this. Man rennt aufs geschlossene Tor zu und springt einfach rüber. Man rennt mal wieder aufs geschlossene. Scheiße. Oh nein, ich lege. Geschlossene. Oh, doll. Oder wie jetzt? Ja, ich sehe alles in, hier. Alles hängt sich so auf. Hoppla. Oh, Mist. Also, wenn ich das Leggy schaffe... Dann hast du es verdient. Oh nein. Ich schaff's nicht, Leute. Ich bin letzter. Es laggt zu hart. Die Toren gehen immer so ruckartig hoch und runter. Okay, dann könnten wir es so machen. Dann machen wir die Entscheidung zwischen Turi und mir. Und du bekommst dann auch Punkte für Turi. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es entscheidet sich ich nur... Ich hab's mit Leck geschafft. Was? Hast du es doch geschafft? Ich hab's mit Leck weiter geschafft. Okay, dann lass du weiterspielen. Oh mein Gott. Aber du musst sagen, wenn es nicht geht, wenn es laggt, ne? Ja, ich gebe direkt Bescheid, damit es okay. auch hier ist. Okay. Wer spielt da noch mit? Genau, Crunchy Cupcake und Matteo von Bonjour. Anni und Matteo. Hallo. Wir haben auch so einen Link irgendwo. Ich. The Great Shotgun fragt, wieso ist man Streamer, wenn die Leitung kacke ist? Ich habe es seit kurzem hier Internet. Nein, aber die Frage. Das ist wie als immer so als Streamer so der Stadt sagen kann, so, ey, könnt ihr mal die Rohre hier besser bauen? Und dann sagen die, ja klar, ja. Ich bin der Streamer. Ich baue hier, wir reißen die Straße auf. Ein Ding. Ja. So, okay, das habe ich noch nie verloren. Oh mein Gott, es laggt, Hilfe. Okay. Bitte Internet. Gib mir die Kraft. Fuck, das war falsch. Oh mein... Nee! Okay. Ich hab's irgendwie geschafft. Okay. Okay, das war ja... Oh, ich hab noch nie dieses Level so schlecht gespielt. Ist es der Druck? Zerbreche ich unter Druck? Scheiße. Aber ich sehe Turi und ich sehe Anni vor mir. Da ist alles noch gut. Ich wurde umgenockt von dem Ball. Okay. Ja, aber hier kann ich, hier kann ich wieder Punkte machen. Boom. 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 Oh Gott. Boom. Okay, komm, ich schaff das noch irgendwie. Okay, wir rennen am Rand. Easy. Easy going. So. Aua. Okay, got it. Alles gut. Bin ja, drin. Easy, wird easy, wird easy. Kann man nicht verlieren. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, mit Legs. Leg oder geht's jetzt wieder? Es ruckelt nur ein bisschen, das geht noch. Okay, jetzt kommt eine Entscheidungsrunde. Jetzt kommt eine Entscheidungsrunde, Leute. Bitte kein Teamspiel. Bitte kein Teamspiel. Da oben, erste Reihe, Mitte. Ich hab vergessen, wie mein Team aussieht. Mit dem gelben und rosa. Oh, geil! Ist kein Teamspiel. Nice. Okay. Top nice. Ausweichmanöver. Ich bin so schlecht darin. Gibt's da irgendwelche Tipps? Ich hatte das hier super selten erst. Sag mal, Matteo ist doch draußen. Ich renn doch hier neben euch. Stimmt. Matteo ist... Nee, Matteo, ich sehe den Pfeil. Du bist nicht mehr hier drin. Welcher Pfeil? Oh geil, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Punkte. Warte mal, wir hatten doch gesagt, du holst Punkte für uns beide, ne?
Also hat Matteo einen Punkt. Ja, wir kriegen jetzt doppelt. Ich weiß es gar nicht. Na, wir beide sind ja noch drin. Also kriegt einer von uns zwei und einer drei Punkte. Also okay. 6 und 4, ne? Hey, wie kommt man hier vorwärts? Muss man springen? Oh, hoppla. Ich bin so schlecht. Ich habe das System noch nie gespielt. Ich laufe einfach gerade die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob Springen hier sinnvoller ist. Ich hätte die ganze Zeit machen. Hier sind ja ganz viele Leute. Nee, ich schaff's nicht. Ich bin raus. Okay, ich bin drin. Ich hab's. Okay, ich bin raus. Gut, das heißt, ich hab 4 Punkte. Okay, also, so, damit bekommt Anni. Also hat Matteo 10 Punkte, weil er jetzt einen gekriegt hat. Und Anni und ich kriegen ja Punkte zusammen, hatten wir gesagt. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall 5. 6 und 5 sind 11. Also es ist ein Punkt mehr als 10. Nee, warte mal. Bin ich richtig? Können wir noch mal rechnen? Ich habe 11. Turi hat 12 und Anni hat 10 mit dem Chat geschrieben. Ich habe 10 nur. Wird im Chat geschrieben. Habe ich nicht vorher noch einen Punkt extra bekommen? Weil ich rausgefunden oder so. Wurde das gezählt? Warte, lass jetzt mal raus, genau aus dem Ding. Halt, wir müssen jetzt Moment, mal die Punkte Moment. Zusammenziehen. Gab es nicht doppelte Punkte? Genau, doppelte Jeder Punkte für Runde. Die Runde. Ja. Ich habe also 2 bekommen sozusagen, bin auf 12. Anni hat 4 bekommen, ist somit auf 10. Und Turi hat 6 bekommen, ist somit auf 12. Ist es nicht richtig? Oh, das ist ja voll knapp. Nee, ist vorbei. Und zwar gewonnen hat Turi damit. Und sie schreibt einen Tweet für Anni. Und ich bin fein raus. Darf man in dem Tweet auch Leute taggen? Ja, ne? Oh ja, ich genau. Ich darf ja alles machen mit dem Tweet, was ich möchte. Turi, ja, genau. Also erstmal ganz kurz. Einmal hast du überhaupt, du hast geschummelt. Warte mal, ich wegen dem Schummeln müsste man dir doch Punkte abziehen, oder? Nee, da gab es ja keine Punkte für das Schummeln. Aber wenn Matteo Tui sagen will, dass er schummelt, wollte Matteo nicht gerade eben selber schummeln? Ja. Nein. Doch. Wann? Du hast gerade eben gesagt, hey, ich bin noch dabei, das ist ja voll, zum Glück ist es kein Team-Game, hast du getan, als wärst du im Game, bis ich gemerkt habe, aha, Lügen, Theo. Das müssen wir erstmal beweisen. Mods, löscht mal die BODs von heute nochmal. Könnt ihr mir kurz klippen hier? Gibt keine Clips von heute, wir mussten die BODs löschen. Oh Leute, löschen. Ich bin im Finale, glaube ich, jetzt auch, ne? Ich habe nebenbei das hier noch laufen gehabt. Echt? Schon mit Theo. Glaube ich, ist Finale jetzt. Ja, aber, Turi hat geschummelt und ich habe geschummelt. Wenn, dann würde es für beide Punktabzug geben, würde aber am Ergebnis nichts ändern. Das heißt. Und ich finde den Punkt dazu, weil ich nicht geschummelt habe. Nee, so funktioniert das nicht. Ich gewinne das heißt, jetzt. Turi hat gewonnen. Wir gucken jetzt aber bei Turi ganz schnell, warte mal. Ich muss das gewinnen jetzt einmal kurz, okay? Ich muss gucken. Ja, ich gucke auch zu. Warte, ich feuer dich an. Ja. Turi, wenn du das jetzt gewinnst, dann. Ja, was dann? Oh, ich bin hingefallen direkt am Anfang. Ich habe direkt verloren, glaube ich. Jetzt mal gucken. Ich gucke erst mal und dann sage ich, wenn du das gewinnst, Turi. Nee, das gewinne ich nicht. Da sind Leute vor mir schon. Dann darfst du eine Woche lang alle Tweets machen, die ich, also eine Woche lang mit meinem Account twittern. Nee, aber das schaffe ich nicht. Das schaffst du nicht mehr. Das weiß ich auch. Der will nur Hoffnung machen, um sie zu zerstören, bevor es hier... Aber es sind nur 3 vor ihr, oder? Ja, aber... Es sind nur 2 vor ihr. Oh. Ja, der eine ist eine Krone dran. Schade. Ja, die Cola-Dose da hat gewonnen. Schade. Gut, so trotzdem. Damit gewinnt Turi insgesamt und darf einen Tweet für Anni machen. Turi, wann wirst du diesen Tweet machen? Den überlege ich mir jetzt gleich. Jetzt gleich. Und dann, das heißt, er wird jetzt noch getwittert. Also ich brauche vielleicht so 10 Minuten oder so. Schreib Anni dann an und sag ihr den Tweet. Okay, alles klar. Dann schaue ich später mal rein und guck mal, was es geworden ist, ja? Ja. Okay, aber wir können es gerne nochmal machen. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, gerne wieder. Dann vielleicht auch mal, man kann 4er-Lobbys gehen doch auch, ne? Ja, können wir noch einen nehmen. Ja, vielleicht finden wir dann noch jemanden, der mitspielt. Ja. Nicht? Doch. Ich dachte, du hättest jetzt einen konkreten Vorschlag, aber mit Andi vielleicht. Ja.
gucken. Mhm. Okay, ja. Gut. Okay. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Mitspielen. Ich verabschiede mich von euch, weil ich muss jetzt FDL spielen. Ich bin schon spät dran. Ja, viel Glück auf jeden Fall. Ja, das war ein Joke, Mann, Toro. Okay. Tschüss, mach's gut, ciao. Ciao. Tschüss.